hallo. Mein Name ist Georgina Manfredi. Ich bin die Vorsitzende des Vereins Refugo e.V. Selbsthilfe für häusliche Gewalt. Dieser Verein ist von Migrantinnen für Menschen mit internationaler Familiengeschichte installiert worden. Und zwar sitzen wir Wicklinghauser Straße 38, da ist unser Schutzraum, und in der Simonstraße. Wir sind froh, dass dieser Dach hier installiert worden ist, dank des Roten Lebens. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Es für den guten Zusammenhalt in einem Stadtteil, in so einem finanzschwachen Stadtteil. Und wir bitten auch Menschen, die gerne ehrenamtlich arbeiten wollen, bei uns im Verein sich vorzustellen, um Frauen zu begleiten, zu empowern und zu bilden. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. Es hat Spaß gemacht. Haben Sie noch einen schönen Tag auf diesem wunderbaren Fest. Ja, hallo. Mein Name ist Jörg Spitzer und ich bin heute hier zum Tag des guten Lebens, weil ich es einfach toll finde, Zukunftsvisionen auch ein Stück Realität werden zu lassen, das Stück B7 abzusperren und dann gemeinsam draußen zu sein, mit vielen anderen sich zu treffen, aber auch Musik zu machen. Und als jemand, der musikalisch tätig ist und in Wuppertal auch Gospelchöre verknüpft, habe ich hier einen Gospelchor auf die Bühne geholt und die brauchten dann noch jemanden, der dazu stößt, weil ihnen Leute ausgefallen sind. Und ich finde es einfach wichtig, dass Christen auch bei so einem Fest dabei sind und dass wir die heilende und gute Botschaft von Gospelmusik an die Menschen bringen und den Leuten Spaß vermitteln.